Das Warten hat ein Ende. Am Sonnabend begab sich die Alexander von Humboldt von Bremerhaven aus flussaufwärts ihrem neuen Bestimmungsort entgegen, dem Überseehafen. Vorbei die Zeiten als Feuerschiff, als Ausbildungssegler oder gar als Rekordschiff bei der Atlantikregatta. Jetzt geht es nur noch langsam voran. Nach den Umbauarbeiten in einer Werft in Bremerhaven wird die Alex von zwei Schleppern in die Überseestadt gebracht. Dort verbleibt der ehemalige Windjammer mit den berühmten grünen Segeln bis zum Frühjahr 2016. Um dann, ausgerüstet als Hotel- und Gastronomieschiff, endgültig an der Schlachte festzumachen.